Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Heute machen wir die Riota-Mission, nachdem wir die letzten Endes vergessen haben. Ne? Ich habe die tatsächlich nicht beachtet und habe schon diese Hafenmission gemacht im letzten Part. Da mussten wir quasi die Meeresmenschen retten und den Hafen zurückerobern. An sich sollten wir jetzt in See stechen und eben als Walde angreifen. Aber ja, das verschieben wir noch. Zumal da noch eine neue Mission aufgetaucht ist. Also in See werden wir jetzt noch nicht stechen, deswegen machen wir jetzt erstmal die Riota-Mission. Ich bin sehr gespannt drauf, ein Blümchen zu rupfen. Riota will seit langem offene Rechnung endlich begleichen. Oh nein, mit Setch wieder. Setch! Habe ich euch überrascht? Ihr scheint nachzulassen. Nachzulassen! Woher kennt das Menschlein Setch Namen? Was? Ihr erinnert euch nicht einmal? Woran? Ihr habt die Grenzpatrouille von Himmelsang angegriffen und meinen Soldaten getötet. Oh, Setch erinnert sich wieder. Eine köstliche Erinnerung. Ihr werdet für euer Vergehen mit eurem Leben bezahlen. Kann sein, muss aber nicht sein. Oh, der Showdown zwischen den beiden und wir können nicht mal Sachen produzieren. Ich könnte kotzen. Diesmal kommt ihr mir nicht, Setch. Setch ist ein Jäger, keine Beute, der hübsche Soldat. Hast du vergessen? Setch wird sein Gedächtnis auffrischen. Zerstöre die gegnerische Festung oder besiege Setch. Ah, okay, da ist eine Festung zu produzieren. Müssen wir uns erstmal hinarbeiten. Bedeutet, Riota wird direkt hier in den Wagen steigen und an die Front transportiert. Und dann sollen wir im nächsten Zug schon in der Lage sein, diese Kaserne zu erobern. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Ja, der hat schon einiges, sagen wir es mal so. Aber es sieht machbar aus. Es wird nicht einfach. Das sieht ein Blinder. Aber jetzt, ein Akt der Verzweiflung wird's auch nicht. Ah, cool. Das erste Mal, dass wir Riota selbst steuern, den wir die ganze Zeit immer nur gegen ihn gekämpft haben. Ich habe mich mal informiert, es gibt drei Commander noch zum Freispielen, Leute. Und ein Commander ist richtig blöd zum Freispielen. Da braucht man nicht diese blöden Sterne alle. Also alles auf perfekt muss man schaffen. Das werde ich dann offscreen wahrscheinlich mal irgendwann machen, wenn ich Zeit habe. Das ist immer das Problem mit der Zeit bei mir. Aber ja, ich denke, das werde ich auch machen. Da musst du in den Caesar-Missionen so komische Statuen finden. Woher soll man sowas wissen, ne? Na gut, dass ich mich informiert habe. Das werde ich euch natürlich dann auch zeigen. So, wir holen uns gleich hier diesen Flughafen, denn damit sollten wir da in Lage sein, die Flugeinheiten zu produzieren. Und auch gerade die sollten wir hier bei dieser Schlacht verwenden. Gerade die Hexe, wenn der Gegner zu starken Lufteinheiten zurückgreift, könnte hier nützlich sein. Baum, Setch. Und außerdem Drachen zu produzieren, falls ja, die Himmelsangbewohner sowas haben, wäre auch nicht schlecht. Ja. Ich werde den Wagen, glaube ich, jetzt benutzen, um hier das zu blockieren. Weil ich nicht weiß, ob das so schlau ist. Nee. Das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht, Leute. Soll er halt das Dorf bekommen. Hilft halt nichts. Was willst du machen? Er kriegt das auch. Ja, whatever. Werden wir schon noch den wieder abluchsen, das Dorf. Das ist kein Weltuntergang, hoffentlich sein. So, wir haben nur 400. Das ist wirklich gar nichts. Oh mein Gott. Das ist wirklich nichts. Ja. Dann werden wir ein paar Schwertkämpfer. Was soll's. Und die kosten halt nichts. Und es ist besser, als nichts zu produzieren. Oh man. Das wird eine lange, beschwerliche Schlacht. Das kann ich jetzt schon mal versichern. Guck mal, was da alles angerast kommt, ey.
Ryota, jetzt müssen wir sie was wegtanken. Ich hoffe, das schaffst du. Jetzt können wir auch zum ersten Mal seine Fähigkeit benutzen. Die ist nämlich auch sehr cool. Aber auch risky, weil man da wirklich zwar hittet, aber da auch da durchprescht. Das kann man auch zum Fliehen benutzen, aber mal gucken. Ja, tatsächlich. Ein Roboterdrachen haben die. Na gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier bauen sollten. Um ehrlich zu sein, ich weiß es wirklich nicht. Ah. Gehen wir mal hier hin. Hier in den Wald. Na, wo, bis wohin kann der? Okay. Gehe ich auch mal im Wald. Ah, sehr tricky. Weiß nicht, ich verhalte mich hier jetzt hier lieber ein bisschen defensiver. Ich denke, das ist ein bisschen besser, als wenn ich jetzt nur offensiv vorrücke. Die haben keinen Dude, der was gegen Lufteinheiten machen kann. Das werde ich auch auf jeden Fall zu meinem Vorteil nutzen. Kein Alchemist. Somit werde ich direkt angreifen. Mit Lufteinheiten. Die haben nur den Bogenschützen, der da überhaupt was gegen reißen kann. Von daher sollte ich auf jeden Fall diese Einheit produzieren. Habe ich auch gemacht. Ich denke, das war schlau. Ryota, der tankt jetzt einmal weg. Er kassiert jetzt richtig. Aber dafür werden auch diese Einheiten jetzt geschwächt von ihm. Auch das war, denke ich, ein guter Schachzug. Eine Lufteinheit sollten wir im Auge behalten. Dann können wir im richtigen Moment mit den Alchemisten kommen. Ja, die Balliste ist natürlich auch gut gegen die Lufteinheiten. Auch da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Okay, ich denke, ich werde jetzt hier den Speerträger angreifen mit Ryota. Reichen tut's nicht. Aber wir können den ja noch mit Hilfe des Alchemisten oder mit Hilfe des Schwertkämpfers besiegen. Jetzt ist die Frage. Schwach gegen. Ist er schwach gegen Alchemist? Wie kann man es nochmal untersuchen? Hier. Tatsächlich. Der Magier ist gut gegen den Bogenschütze. Dann machen wir das wie folgt. Finishen den damit. Und der Magier holt sich den Bogenschützen. Zack. Das hat richtig reingehauen. Wunderbar. Und den Dude rausnehmen. Balliste trotzdem 8 geben. Oder besser gesagt sogar 9. Das läuft. Also da könnt ihr euch diesmal nicht beschweren. Das läuft richtig, richtig gut gerade. Schön. So, können wir den da rausnehmen, ohne gefickt zu werden? Nein, natürlich nicht. Ja. Lassen wir es erstmal dabei. Es ist die Frage, was bauen wir? Wieder nur einfach ein Schwertkämpfer? Ich denke schon. Löwenklinge. Besser als nichts, Mann. Greift nochmal Ryota an. Mit den Hunden. Auch das schockt ihn nicht wirklich, wie ihr sehen könnt. Ah, da ist ein Alchemist. Oh, und so ein fetter Baum. Oh nee, da braucht man einen Katapult oder einen Drachen dafür. Ein Drachen wäre, der wäre am besten. Ein Moment. So Leute, ich habe kurz im Internet nach einer Lösung für diese Mission gesucht. Nein, Spaß. habe ich wirklich nicht. Die Wäsche hat sich gemeldet. Ne? Die Waschmaschine war fertig. Muss ich kurz runter. Ja, was machen wir jetzt? Ryota ist
wirklich jetzt in Gefahr. Sollte eigentlich in Sicherheit gebracht werden. Aber, ja. Wir sollten uns eigentlich um den Aberlest kümmern. Den können wir nicht vernichten. Wir können den aber mit Hilfe des Alchemisten besiegen. Machen wir das mal. So, den Speerträger. Den greifen wir mit unserer Lufteinheit an. Dann schwächen wir den Aberlest. Ryota zieht sie nicht zurück. Er finisht diesen lächerlichen Bogenschützen. Die Beleidigung eines Kriegers. Und jetzt können wir den leider nicht nutzen. Ah, schade. Aber das können wir neutralisieren. Oder auch nicht. Ah, ärgerlich. Aber gut. Mit Hilfe des Alchemisten können wir, glaube ich, den... Nee, können wir nicht. 37%, 67%. Ja, Alchemist macht nicht so viel Schaden auf den Aberlest. Wunderbar. Haben wir das schon mal geklärt? Das Dorf, das wird Setsch nicht hinnehmen. Setsch wird keine andere Wahl haben. Und jetzt gehört's mir. Perfekt. Setsch wird keine andere Wahl haben. So ist es nämlich. Er hat keine andere Wahl. So, der wird natürlich jetzt erwischt. Der Dude. Der kommt jetzt runter. Immerhin haben wir den Bogenschützen noch ein bisschen verteidigen können. Und ja, wir sollen wirklich jetzt für den Drachen sparen. Das ist jetzt kein Witz. Ein Schwertkämpfer kann ich mir trotzdem noch gönnen. Aber ja, wir brauchen den Drachen. Oh mein Gott, nein, wir brauchen eine Hexe. Fuck. Selber einen Drachen sich gegönnt. Oh man. Okay, das ist jetzt richtig scheiße. Wir brauchen erstens selber einen Drachen, um den Baum da zu besiegen. Und wir brauchen eine Hexe, um seinen Drachen zu besiegen. Was ein Mist, Mann. Oh, zum Glück. Ja. Was machen wir jetzt? Wollen wir den versuchen, hier hinzulocken, da hinzubaiten? Tschüss, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. So, das sollte ausreichen, um den zu besiegen. Richtig. Das sollte ausreichen, um den zu besiegen. Perfekt. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Ja. Heal! Mit Ryota können wir den Lappen da finishen. Wobei, wie ist das Movement? 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wenn ich Ryota hinstelle, haben wir verloren. Dann finisht der Drache Ryota. Also bleibt Ryota da, wo er eben halt jetzt auch ist. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Ah, wir haben die Hexe. Perfekt. So, jetzt kann er meinetwegen noch mehr Drachen produzieren. Jetzt ist mir alles egal. Bogenschütze ist down. Mit links! Ihr seid ein Monster. Bereut ihr, hübsche Junge, diesen Kampf schon? Ich hätte die Absicht zu fliehen. Niemals. Ja, jetzt hat der Drachen ja jetzt aufgeopfert. Klar, es gibt auch Verluste auf meiner Seite, aber die halten sich in Grenzen. Kann ich verkraften. Denn dieser Drache ist jetzt Geschichte. Und da können wir den mit Hilfe des Alchemisten noch besser besiegen. Na, ist ungefähr das gleiche Ergebnis. Dann machen wir es mit der Hexe. Und tschüss, Mann. Da fällt der Drache vom Himmel. Schade, was? Was machen wir jetzt mit dem Blödmann da? Den blöden Alchemisten. Erstmal greifen wir hier an. Deckung 3, sag ich nur. Take this! Das können wir verkraften. Das habe ich mir das ja auch gedacht.
Und hier können wir finishen. Jetzt ist die Frage, wollen wir da irgendwie... Wie weit kannst du gehen? Er kann ziemlich weit gehen, leider Gottes. Ich muss jetzt hier die Kavallerie opfern. Der mir auf den Sack geht. Jetzt können wir nämlich diese Lufteinheiten benutzen. Und ein bisschen Stress, Mann. Ey, die Kavallerie will ich beschützen um jeden Preis, Leute. Ist der Wagen mehr wert als die Infanterie? Ja, eigentlich ja nicht. Deswegen machen wir es so. Ja, das wird ein Problem. Also diesen Baum da zu besiegen, das ist wirklich pain in the ass. Ich kann mir keinen Drachen leisten. Ah, ist das ärgerlich. Es war so klar, dass der gewonnen-hittet wird. Was willst du da machen, ne? Aber die Lufteinheit kann dir immer ein bisschen schwächen, ohne einen Gegentreffer in Kauf zu nehmen. Das ist ja das Gute daran. Und die Hexe, ganz ehrlich, die platzieren wir hier. Ja, da kassieren wir letzten Endes nur. Das muss ja nicht sein. Ich muss für den Drachen sparen, ich muss. Leute, es geht nicht anders. Tschüss, Mann. Weg ist der Hund. Der Hund ist nur Schund. Dann wieder so ein Fußvolk opfern. Geht nicht anders, Leute. Was soll ich machen, Leute? Es geht nicht anders. Es müssen halt leider Opfer gebracht werden. So. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit Ryota. Er ist halt noch angeschwächt, ne? Naja, wir brauchen um jeden Preis diesen Drachen. Um jeden Preis. Okay. So abzusehen. Okay, opfere einfach deine Lufteinheit, warum nicht? Kann man mal machen, I guess. Das macht so wenig Schaden, unglaublich. Es lohnt sich nicht, da anzugreifen. Letzten Endes kassieren wir dann nur. Muss ja echt nicht sein. Das habe ich mir schon gedacht, dass der jetzt richtig aufräumt. Der Blödmann da. Können ja auch keinen Einhalt gebieten. Immerhin haben wir jetzt ein Mittel dagegen. Viel zu spät. Oh, geh auf den Berg. So ein Arsch, ey. Wir müssen da unten ihm wenigstens das Dorf abluchsen. Das wäre schon was wert. Wie teuer ist dieser Zauber nochmal? 300. Das ist mir zu teuer. Das ist mir echt zu teuer, Mann. What the fuck? Juckt ihn einfach nicht. Wie war es nochmal mit dem Zauber? Ja. Und eins von jedem ab, ne? Ja, das brauche ich nicht.
mager, die Ausbeute. Ja, den wollen wir ein bisschen schwächen. Selbst wenn mein Alchemist dafür drauf geht. Ist mir jetzt echt egal. Brauchen ganz dringend den Drachen da. Ganz dringend. Können wir immer noch zum Blocken benutzen, die Hexe. Das werden wir die aktuell nicht verwenden. Wir können die zum Blocken benutzen. Das ist auch schon was wert. Ja. Ah, dieser blöde Baum, ey. Geht der mir auf den Keks. Schon irgendwie halbe Armee gefressen, ne? Jetzt mache ich das aber. Ey, dann verliere ich die Hexe, weil der Blödmann ist. Jetzt darf ich nie mal mit, ey, jetzt darf ich nie mal den Drachen benutzen, ohne Scheiß. Was ein Mist. Weil da eben mal dieser blöde Schamane ist. Solange der da ist, kannst du es vergessen. Ziehe ich halt jetzt alle Einheiten zurück. Stört mich jetzt auch nicht. Verlieren wir halt noch den Schwertkämpfer da. Letzten Endes können wir uns neu formieren. Bräuchte noch so einen Drachen, um ehrlich zu sein. Ja, dafür werde ich auch sparen. Zwei davon, das wäre einfach der Shit schlechthin. Ah, geil. Schön. Schön. Darauf hat die Welt gewartet. So. Klingensturm. Gehe ich zwar voll an die Front. Riskiere mein Leben. Wir verletzen die richtig heftig. Die sind so dumm. Die haben sich jetzt alle in eine Reihe begeben. Guck mal, was das gemacht hat. Richtig zerstört jetzt dafür. Das war auch mein Ziel. So, Anti-Lufteinheiten alle loswerden. So ist das perfekt. Und jetzt kann der Drache richtig aufräumen. Jetzt mal ohne Scheiß. Richtig gut aufräumen jetzt. Den Wagen da vorstellen, dass der nicht so easy dahin kommt zu Ryota. Das ist leider scheiße, aber das war mir schon klar. Da musste in Kauf genommen werden. Wenn jetzt nochmal ein Klingensturm bekommen würden, ja, das wäre mega cool. Würde ich sehr begrüßen. Zack. Reicht es? Nein, natürlich nicht. War mir schon bewusst, dass ich mich da in Gefahr begebe, aber no risk, no fun. Lief ja eh bislang sehr schlecht. Von daher musste ich ja mal was riskieren. Außerdem können wir den da aus der Bedulde kriegen. Den wir jetzt mit den Drachen. Den hier finishen? Na, da müssen wir erst einen Zauber wirken. Weil dann reicht es auch wirklich. Nun seid ihr nicht mehr so überheblich wie... Der Soldatenjunge glaubt, er kann Sitz besiegen. Sitz wird dich vernichten. Ja,
Das Soldatenjunge wird sich jetzt erstmal aus dem Staub machen. Nämlich wichtige Sachen zu erledigen. Tschüss, Mann. Und auf nimmer Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. So, Soldatenjunge ist weg. So viel dazu, zu diesem Thema. Ja, der nächste Drache wird gebaut und er wird's vernichten. Er dürstet nach Rache, dieser Drache. Es reimt sich sogar. Von daher wünsche ich dir viel Spaß mit dem Drachen. Set geht an der Front, okay. Aha. Sehr interessant. Endlich ist dieses blöde Katapult, dieser Aberlässt weg. Katapult ist es ja nicht. Aberlässt ist das. So, mach den mal kaputt. Vielleicht bekommen wir dann wieder den Klingensturm, das wäre super. Nein, bekommen wir leider nicht. Ach, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, die Hexe macht gerade einen ganz guten Job, ne? Schwächt den Zetsch ein bisschen. Na, was willst du mehr? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hey. Mal den hier angreifen, den Lappen. Flammenwerfer. Ah, er verknackt das natürlich easy. Fängt das easy weg. Der Sack. Die stellen wir schön auf Bergregion. Wir gehen jetzt ein bisschen offensiver vor, denn ich möchte jetzt eigentlich nur mich noch um Setch kümmern. An dem Siegen haben wir gewonnen. Was willst du mehr? Einfach jetzt nur den Setch angreifen. Das passt schon. Ich finde so geil, wie viel der Wagen aushält teilweise. Ah, da ist er. Reicht das? Tatsächlich. Ja, jetzt ist er, glaube ich, in Reichweite des zweiten Drachen gekommen, der Vollidiot. Kann ich ihn jetzt nicht richtig vernichten? Natürlich. Natürlich. Oh, jetzt geht's aufs Maul. Ja, nächste Runde haben wir ihn, glaube ich, schon. Das war ohne Witz. Jetzt hier nochmal ein Zauber. Kann ich ihn hier nochmal attackieren? Das werde ich auch machen. Da haben wir ihn. Nächste Runde ist er weg. Das war's mit ihm. Jetzt noch den Riota in Sicherheit bringen. Dass er nicht noch vernichtet wird von den ollen Kavallerietypen hier. Zack. Stellen wir den Wagen da noch vor. Passt. Perfekt. Was willst du mehr? Der Setch ist geliefert. Ohne Witz. Er ist geliefert und wir sind hier nicht beim Paketdienst. Da wollte er ein bisschen zu viel, was? Sie eine Front begeben. Und das war sein Untergang. Kannst auch den Drachen nicht abhauen, ne? Just saying. Und er greift noch an, okay? Er ist auch ein bisschen lebensmüde, glaube ich. Also war sehr risky, dass ich mit Riota einmal an der Front gegangen bin, aber ich wusste eben halt, dass er es überlebt. Und das hat mir eigentlich den Sieg gebracht. Was hat Zetsch hervorgelockt und jetzt war es das. Jetzt war es das mit ihm. Oh yeah, guck mal, die Macht der Drachen, ne? So, der geschwächte Drache, der darf es jetzt beenden. The Hunt ends. Das war's. Es gibt keinen drinnen mehr, Sitch.
Ihr sitzt in der Falle. Nein, weg mit dir! Ihr habt keine Ehre, ihr seid schändlich. Sitch ist nicht schändlich. Sitch ist mächtig, Sitch ist ein Jäger. Sitch tötet. Sitch ist ein Monster. Und die Welt wird euch nicht länger erdulden. Alter, hätten wirklich getötet. Oh man! Das heißt, er wird in der Story nie mehr vorkommen. Holy shit. Das ist schon mal Rang S wert. Nett. Und Ryota ist freigespielt in Arcade. Schön. Wunderbar. Ja gut. Dann machen wir im nächsten Part diese andere Nebenmission hier. Nämlich mit Nebenmission 3. Und das ist eine Nebenmission mit Nu. Da freue ich mich drauf. Nu, beste Charakter im Spiel. Wird sehr geil. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.